Architektenkollegen nicht gerne hören. Leider wird sehr viel produziert in Kunst und Architektur, was nicht auf die Gegenliebe der Menschen stoßt oder was, wonach die Menschen sich nicht sehnen. Das ist gut, solange es sich um Kunst handelt. Man kann ja, braucht ja kein Museum gehen, man braucht sich das Bild nicht kaufen. Aber es wird kriminell, wenn eine intellektuelle Clique, muss ich schon sagen, Leute zwingt, in konzentrationslagerähnlichen Gebäuden zu wohnen, generationenlang. Also das ist Ihr Anliegen offensichtlich. Ich glaube, es ist auch mal ganz interessant, wenn ein Künstler anders denkt als andere. Also Künstler sagen, hier stelle ich irgendeine Skulptur hin und hier hänge ich irgendein Bild hin, das kannst du mögen oder nicht, aber es ist ja nicht so, mit Menschen in dem täglichen Leben umgehen können. Dagegen wohnen, leben ist etwas, was wir täglich tun und deswegen wäre es ganz interessant zu sagen, ist auch das tägliche Leben künstlerisch zu gestalten? Sie behaupten ja, indem Sie sagen, es ist eine andere Architektur möglich als die, die im Moment passiert. Ja, das Leben ist doch wunderbar, nicht? Das ist ja fantastisch, was wir alles haben. Bäume und Vögel, das Lied, das ich vorher gehabt habe, das ist so fantastisch, nicht wahr? Warum müssen, wir sind jetzt frei, nicht wahr? Wir sind wirklich die freiesten Menschen der Welt. Warum müssen wir noch immer wie Gefangene leben in Häusern, die den Menschen nicht entsprechen, nicht wahr? Wie sieht Ihre Alternative aus? Die große Revolution in der Architektur kommt noch, nicht wahr? Schauen Sie, ich bin Maler, ich bin geboren in einer Großstadt, nicht wahr? Ich habe immer schon von kleinem Kind an geträumt, dass die Häuser schöner sein könnten, nicht wahr? Menschlich, mit viel Blumen und Bäumen am Dach und kreativer und so weiter und so fort. Und da leider die Architekten, die das Diplom machen, das nicht fähig sind, habe ich begonnen, das zu malen und langsam habe ich dann mal gedacht, ich muss eigentlich reden drüber, nicht, weil die Leute haben geglaubt, ich bin verrückt. Und dann wollte ich dann beweisen, dass es nicht nur reines Gerede ist, sondern dass man das auch tun kann. Dieses, was wir gerade gesehen haben, war kein Bild, also kein Plakat. Ich möchte es nochmal sehen, dass Sie gemalt haben, sondern das ist das Foto eines Wohnhauses in Wien. Das Hundertwasserhaus. Ja, es kam dann dazu, dass die Stadtverwaltung von Wien den Mut gehabt hat, muss schon sagen, einen unglaublichen Mut, mich zu beauftragen, etwas zu machen, so wie ich mir das vorstelle. Und sie haben mir nicht dagegen geredet, im Gegenteil, es hat sich eine Begeisterung der Mitarbeiter, der Bauarbeiter eingestellt, sonst wäre das gar nicht möglich auch gewesen. Auch der Leute, die jetzt darin wohnen? Ja, das ist ganz klar, nicht wahr? Die wollen keineswegs ausziehen, obwohl 50 Autobusse täglich kommen. Das war zum Beispiel auch ein Werk von Ihnen, also auch Gebrauchsgegenstände, das war eine Flagge, die wir gerade gesehen haben. Nein, ich kam gerade aus Neuseeland und in Neuseeland versuche ich auch etwas zu machen, eine Fahne, eine zweite Fahne für das Land, das doch eine gewisse Identitätskrise hat. Und dort habe ich auch gearbeitet an einer Fernheit. Die größte Künstlerin war für ihn die Natur. Wenn natürlich diese beiden Kreativitäten irgendwie zusammenkommen, die Kreativität der Natur und die Kreativität des Menschen, dann hat man sehr viel gewonnen. Das Hundertwasserhaus in der Wiener Löwengasse, die wohl bekannteste Schöpfung des Öko-Baumeisters. Human sollte der Mensch wohnen. Auch Zweckbauten wie diese Müllverbrennungsanlage in Wien oder eine Autobahnraststätte, ein Hotel, waren bewohnbare Gesamtkunstwerke eines Sonderlings. Ich kann nicht zeichnen, ich kann nicht das, ich kann nicht jenes. Und trotzdem gelingt es mir, ein Haus zu bauen, wo Millionen kommen. In Neuseeland hat der Einsiedler und Weltverbesserer sein zweites Zuhause gefunden, sein Landgut. Da will er auch begraben werden. Der Ort heißt Garten der glücklichen Toten. Nach dem Menschen. Genau darum ging es ihm, den Menschen mit der Natur zu versöhnen. Dies war der Schritt des Künstlers zum praktisch Handelnden, dem Architekturdoktor, der in Wien mit dem Hundertwasserhaus ein Modell künftigen Wohnens kreierte. Ökologische Wohnqualität durch Vegetation auf dem Dach und individuelle Fassadengestaltung. Von Klimt hat er die Liebe zur Spirale übernommen. In ihr sieht er einen Kreislauf des Lebens, die Gerade verabscheut er als Werkzeug des Teufels. Das bloße bei sich tragen einer geraden Linie müsste, zumindest moralisch, verboten werden.
Hin und wieder als Kitschkünstler und Fassadenverhübscher geschmäht, hat Hundertwasser in den letzten Jahren zahlreiche Gebäude, wie eine Schule in Wittenberg, gebaut. Demnächst soll eine in Magdeburg folgen. Seinem Wunsch entsprechend wird er nun im Garten der Glücklichen... Dieses Links-Rechts-Schema, das von Und der noch viel zur Architekturgeschichte hätte beitragen können, erzählt dieser Besucher. Eine Legende halt von Wien, ist halt schade. Es hat bestimmt noch viele schöne Sachen von ihm gegeben. Zeit seines Lebens hat der Einzelgänger Hundertwasser mit seinem Werk und seinen Visionen die Gemüter geteilt und sich mit seiner Auffassung von Romantik dem nüchternen Kunstbetrieb widersetzt. Was heute gebaut wird, entspricht nicht mehr den Sehnsüchten der Menschen. Schon in der Schule fällt Friedrich Stohwasser durch seinen außergewöhnlichen Farb- und Formsinn auf. Egon Schiele prägt ihn in seiner Jugend, seinen bunten, unverwechselbaren Stil entwickelt er in den 50er und 60er Jahren. Kitschkünstler wird der naturverbundene Hundertwasser von seinen Kritikern genannt. Die geschickte Vermarktung seiner Werke bringen ihm aber Ruhm und Geld ein. Als Pazifist und Vorkämpfer der Ökologiebewegung macht er in den 70er Jahren Schlagzeilen. Soll Architektur den Menschen und der Natur dienen? Oder soll Architektur nur eine verlängerte Expositur einer Kulturmafia sein? Kein Werk ohne moralischen Anspruch. Der fantasievolle Schöpfer setzte auch bei diesem Martin-Luther-Gymnasium in Wittenberg auf verspielte Fassaden, Türmchen und Kugeln in Spiralform, dem Symbol für den Kreislauf von Geburt, Leben und Tod. Die letzten Jahre verbrachte der Maler und Architekt Hundertwasser vor allem in Neuseeland. Hier konnte er seiner Vorstellung von romantischem Naturerleben nachgehen. Im Garten der glücklichen Toten auf seinem Landgut in Neuseeland soll er auch begraben werden.